kann doch nicht auf die reingefallen sein, nur weil sie toll aussieht. Denk doch mal an die paar Schicksen, mit denen er vorher zusammen war. Ja, die hatten auch nicht mehr im Kopf. Ja, aber sie sahen toll aus. Na, super Grundlage für eine Beziehung. Vielleicht sucht er ja nicht gerade seine große Liebe, sondern will einfach ein bisschen Spaß haben. Ich meine, so eine Phase macht doch jeder mal durch, ja? Da warst du keine Ausnahme. Ja, aber so eine Phase geht ja auch wieder vorüber, hm? Na, hoffentlich. Ja, Hagen wollte sie nicht mehr. Oh, Entschuldigung, das war unüberlegt von mir. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Hast du was von ihm gehört? Wie geht's ihm? Ganz gut, glaube ich. Er arbeitet viel. In der Kanzlei seines Freundes in Sydney. Sydney. Das sollte unser Neuanfang werden. Es tut mir leid. Aber es geht ihm wieder richtig gut, oder? Ja. Er hat großes Glück gehabt. Keine bleibenden Schäden. Wenn ich mir vorstelle, dass ich ihn fast umgebracht habe. Du wusstest nicht, dass er in Annabels Stuhl saß. Nein. Aber hätte ich nicht geschossen, dann... Es ist noch alles so wie damals hier. Ja. Hagen wollte die Möbel nicht und ich habe mir gedacht, ich behalte sie, weil sie ja auch dir gehören. Aber wenn du willst, können wir natürlich auch eine andere Wohnung nehmen. Ne? Das ist gut. Ist Hagen hier in Falkenthal? Auf Elsas Hochzeit? Mm-mm. Ich habe mich in seiner Kanzlei erkundigt. Er arbeitet. Wahrscheinlich weiß er sogar, dass ich heute aus dem Gefängnis entlassen wurde. Ja, das weiß er. Ich habe eine E-Mail an die Kanzlei geschickt. Er hat nicht geantwortet. Das hier ist vor ein paar Tagen gekommen. Scheidungsunterlagen. Kannst du doch nicht machen. So, meinst du? Dann werde ich dir mal zeigen, wie ich das machen kann. Jetzt warte doch mal, wir können doch über alles reden. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Oh Gott, was hat Madame denn jetzt schon wieder? Sie hat Schluss gemacht. Ach, das sagt sie bestimmt nur so, weil sie sauer ist. Nee, das glaube ich nicht. Diesmal meint sie es ernst. Und das auf einer Hochzeit. Ben, so schade, dass Julia und Daniel nicht kommen konnten. Ich wollte Niki unbedingt mit Masika bekannt machen. Wo ist denn die Kleine jetzt gerade? Oben bei ihrer Fangemeinde. Paula ist übrigens auch oben und weicht Niki nicht mehr von der Seite. Sie ist ganz vernarrt in sie. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, klar. Ich habe Kopfschmerzen. Hast du deine Tabletten dabei? Nein, ich muss nach Hause mich hinlegen. Okay, ich rufe den Fahrer an, der soll dich abholen, ja? Aber willst du nicht mitkommen? Max, ich kann hier jetzt noch nicht weg. Ich bin Trauzeugin. Das Fest hat gerade erst angefangen. Ich komme später nach. In Ordnung? Ich kann ja auch noch ein bisschen bleiben. Ja, nicht, dass du dich überanstrengst. Ich bin okay. Aber nimm deine Kopfschmerzen nicht auf die leichte Schulter, Max. Fahr doch einfach schon nach Hause und leg dich hin. Willst du mich loswerden, oder? Was? Du wolltest doch gerade nach Hause fahren. Ja, aber ich wollte mit dir zusammengehen. Hör zu, meine Kopfschmerzen sind wirklich nicht so schlimm. Wir bleiben noch ein bisschen und dann gehen wir beide. Okay? Ja, in Ordnung. Nochmals vielen Dank, Herr Böhme, dass Sie ein persönliches Treffen möglich machen konnten. Es war mir eine Freude. Uns auch. Auf Wiedersehen und einen guten Flug. Danke. Ach, zwei Gläser Champagner noch, bitte. Für mich nicht mehr, bitte. Es wird aufhören. Es ist jetzt ein Jahr her. Ich dachte, dass wir das Thema Victoria endlich hinter uns lassen können.
Das werden wir. Irgendwann wird die Öffentlichkeit sie vergessen. Und wir auch. Ja. Liebes Brautpaar. Ja? Seid ihr? Nachdem ihr nun das Ja-Wort erfolgreich hinter euch gebracht habt, wird es jetzt Zeit für die erste Aufgabe als Ehepaar. Den Hochzeitstanz. Und um euch dabei ein bisschen zu unterstützen, haben wir ein kleines musikalisches Geschenk vorbereitet. Wolltest du nicht fotografieren? Doch, ja, klar. Ich dachte, es würde mir leichter fallen, sie zusammen zu sehen, ihre Hochzeit zu feiern. Wie wäre das letzte Jahr verlaufen, wenn ich mich damals anders entschieden hätte? Würde ich jetzt mit Ben tanzen? Wäre ich glücklich? Ich habe mich für Max entschieden. Und das war richtig. Auch wenn das letzte Jahr sehr angespannt war. Ich habe gelernt, mit seiner Krankheit umzugehen. Ich muss weiter für ihn da sein. Erinnerst du dich noch an unseren Hochzeitstanz? Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Es war wunderschön. Du warst wunderschön. Ja, es war wirklich eine schöne Hochzeit. Wir waren so verliebt. Ja, das waren wir. Vermisst ihn sehr, nicht wahr? Ich habe im Gefängnis jeden Tag an Hagen gedacht. Und ich habe immer gehofft, dass er vielleicht mein Schreiben doch noch beantwortet. Aber da war nur Schweigen. Mit mir hat er auch den Kontakt abgebrochen. Alles, was ich über ihn weiß, habe ich über seine Kanzlei erfahren. Kann mit den Papieren vielleicht noch ein Brief? Vielleicht solltest du es nochmal versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das ist doch sinnlos. Solange ich nicht beweisen kann, dass ich nicht auf Hagen schießen wollte, wird er mir niemals zuhören. Wenn du willst, kann ich die Scheidung von meinen Anwälten anfechten lassen. Nein. Hagen will nichts mehr von mir wissen. Ich habe ihn verloren. E tu non piensa a me, e ta voglio ben assai, e tu non piensa a me. Können wir dann endlich? Darf ich bitten? Wir wollten gerade gehen, ja. Ja, was? Warum denn? Ihr wisst doch, dass es Unglück bringt, wenn der Bräutigam nicht mit der Trauzeugin tanzt. Ach so. Für wen? Ja, für alle. Das können wir nicht verantworten, oder? Mann. Ja. Darf ich bitten? Ja. Max? Max, was ist denn mit deiner Nase? Meine Sache! Mein Gott, um Himmels Willen! Max, was ist denn hier passiert? Was ist denn los? Ich kann nicht mehr. Was? Diese erbärmliche Heuchelei kotzt mich an! Wie sehr willst du dich noch demütigen lassen? Hm? Was? Die beiden tanzen hier verliebt rum und du guckst zu! Alle wissen doch, dass du nur die zweite Wahl bist. Dass Ben Nina liebt. Er wünscht sich doch, dass er heute sie geheiratet hätte. Und jeder hier weiß das, jeder! Ein verlogenes Pack. Ihr fiedert mich an. Guck mich nicht so an. Ich sag dir wenigstens die Wahrheit.
Er hat dich nur geheiratet, weil er Nina nicht kriegen konnte. Du machst dir Sorgen, weil sie immer behauptet hat, dass sie eigentlich dich erschießen wollte. Was, wenn sie es noch einmal versucht? Ich glaube nicht, dass Victoria hier nochmal auftaucht. Eines werde ich ganz sicherlich nicht tun. Was? Falkenthal verlassen. Nicht bevor die wahre Schuldige für alles büßt, was ihr Richard und mir angetan hat. Am liebsten wärst du doch an Elsas Stelle gewesen. Sei doch einmal ehrlich. Gibst du, dass du es bereust? Was soll ich bereuen? Dass du zu mir gezogen bist und dich jetzt um einen todkranken Mann kümmern musst,